herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Küchengeflüster. Es freut mich, dass Sie alle wieder dabei sind und begrüßen Sie nun mit mir Claudia Albrecht aus Neustadt, die Marketing-Expertin. Hallo Claudia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin. Vielen Dank. Ja, und ich habe mich gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Klappt. Was gibt's denn heute? Wir haben einen leckeren Freilandgockel, der wird zu einem Zitronenhühnchen verarbeitet mit bunten Bio-Kartoffelchen als Sesamkartoffeln. Okay, das klingt spannend. Und das geht total simpel, geht super schnell, schmeckt sensationell. Und dann haben wir noch ein sommerliches Gartenbeeren-Dessert. Der hinterher. Genau. Sommerliches Gartenbeeren-Dessert, das haben wir vorhin extra geübt. Die Brombeeren habe ich extra noch heute Mittag in meinem Garten persönlich von Hand gepflückt. Perfekt. Das ist, ich sage ja immer, es ist toll, wenn wir frische Zutaten hier verarbeiten können. Und es ist schön, wenn die Gäste das auch teilen und frische Zutaten mitbringen. Genau. Dann würde ich sagen, erzählen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern, was wir alles brauchen. Und dann geht es direkt los. Okay, also wir brauchen am liebsten ein Freilandhähnchen. Wir brauchen feine kleine Bio-Kartoffelchen. Wir brauchen Bio-Zitrone, Küchenkräuter, schwarze Oliven, dann ganzen Koriander. Wir brauchen Sesamsamen. Das ist mit Öl zusammen, mit Olivenöl, Pfeffer. Groben Meersalz, Fleur de Sel. Das, was man ist das eigentlich grob Küche so hat. Das, was man für den Hauptgang braucht. Und dann verschiedene Gartenbeeren, in dem Fall haben wir Himbeeren, rote Johannisbeeren und Brombeeren. Und Schlagsahne. Und hier, da war ich ein bisschen faul, weil ich koche eigentlich lieber, als ich backe. Das sind Baiser. Aber ich habe geguckt, da steht auch drauf, dass es wirklich nur Eiweiß, also Hühnereiweiß, Milcheiweiß und Zucker ist. Die kann man natürlich auch toll selbst backen, wenn man es kann. Ich kann es nicht, da habe ich jetzt geschummelt. Aber das ist gar nicht so schlimm, das geht in dem Fall und das gibt es Dessert. Man muss ja in der heutigen Zeit auch nicht alles selbst machen. Es gibt ja ein paar Sachen, die wirklich relativ natürlich belastet sind, die jetzt nicht voller Chemie stecken und dann kann man mit gutem Gewissen, denke ich, sowas nochmal. Und ich glaube, es gibt so welche, die lieber backen und es gibt welche, die lieber kochen. Ich gehöre zu denen, die lieber kochen. Da sind wir uns einig. Und ja, insofern habe ich gedacht, da kann man jetzt ein bisschen schummeln. Okay, dann würde ich sagen, zerlegen wir das. Zerlegen wir unser wunderbar. Das ist toll. So, dann werden wir erstmal hier den Adler klein machen. Ich habe doch schon mal das Brett für dich gerichtet. Warte mal. Vielleicht noch eine zweite Schüssel, dass ich die teile dann. Nimmst du gleich die für den Backofen, oder? Nee, weil ich möchte den Adler dann auch noch waschen, dass er sich auch wirklich schön sauber ist. Ja, Claudia, ich habe ein bisschen über dich recherchiert, wir kennen uns ja schon lange, aber mich haben dann auch die Leute in der Redaktion gefragt, ja, was machten die und was erzählen wir über die? Und vielleicht die berufliche Schiene zuerst. Ich habe dich als Marketing-Expertin auch gekündigt. Auf deiner Homepage claudiaalbrecht.de schreibst du, dass du quasi fast alles machst. Ist das ja, richtig? Ja, also mein Standardspruch ist eigentlich, ich mache alles außer Tennisspiele. Das ist so mein Standardspruch. Und um das vielleicht etwas zu detaillieren, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich schneide, auseinander mache, unrette so. Dann mach erst das mit dem Gockel, dass es Verletzte gibt. Also ich sage mal so, alles was zur Vermarktung von Produkten, Dienstleistungen und Personen zuträglich ist, das mache ich. Okay. Jetzt mache ich mal die Schaufensterdekoration. Ja. Präsentation von Wirtschaftsunternehmen, Gastronomie, Werbekampagnen. Und du hast irgendwo geschrieben, jede Präsentation siehst du als gestalterische Herausforderung. Ja. Vielleicht haben es die Zuschauer auch gemerkt an diesem sommerliche Gartenbeeren-Dessert. Ja, es ist, also, das ist ja wie beim Kochen auch. Wenn ich koche, ist es wie wenn ich ein Bild male oder wenn ich ein Lied singe oder... Also das sind ja alles kreative, schöpferische Prozesse, wo man etwas erschafft, was dann am Schluss schmeckt und gut riecht und für den Körper und für den Geist und für die Seele gut sein soll. Und wenn der Körper was Gutes kriegt, freut sich der Geist, Schluss lacht das Gesicht. Und das ist bei allen Sachen, die man eigentlich schöpferisch macht oder herstellt, ist es wichtig, dass es mit Leidenschaft und mit Freude und unter der Berücksichtigung aller kleinen Regeln gemacht wird. Und wie bist du auf diese Marketing-Schiene gekommen? Was bist du von der Ausbildung her? Also angefangen hat das Ganze in dem schönsten Geschäft von Neustadt, nämlich beim Kenner und Steiner. Da habe ich eine Dekorateursausbildung gemacht, was in diesem Laden eigentlich eine wunderbare Basis ist. Kleinen Moment, ich muss mich wieder kurz konzentrieren, dass ich den Adler nicht kaputt mache. Und habe dann danach
gedacht, okay, der Dekorateur ist ja nichts anderes als ein Verkäufer, nämlich ein visueller Verkäufer. Ja? Und dann habe ich gedacht, dann will ich das mit dem Verkauf mir doch mal genauer angucken und bin in den Vertrieb gegangen als Vertreterin für zuerst Alain Miquelis Brillen, Designerbrille aus Paris. Dann muss ich gerade überlegen, Giorgio Ferrari Lederwaren habe ich gemacht. Also Brillen, Lederwaren, Handtasche, Seidenschals, Damenoberbekleidung, alles so. Und habe dann Mitteldeutschland als Gebiet beackert und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Habe mich nebenbei natürlich grafisch weitergebildet und habe mich schon immer für Werbung und Werbepsychologie interessiert und für verschiedene Firmen schon Messebau und Veranstaltungen gemacht. Und das war eigentlich so, dass, ja, und dann irgendwann und vor 24 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Nächstes Jahr habe ich 25-Jähriges, ich bin schon ganz aufgeregt. Und ja, und so hat sich das ergeben und mittlerweile habe ich da ein schönes, breites Spektrum, einen Bauchladen, wie ich immer sage, das ist Abfall. Ein Bauchladen mit verschiedenen Dienstleistungen und Service und das macht alles unglaublich viel Spaß. Ja, das klingt ja furchtbar spannend, also ich interessiere mich auch so ein bisschen für diese Sache. Aber ich erkenne auch immer wieder, dass es ein unheimlich breites Tätigkeitsfeld ist. Und ja, aber es gehört ja alles zusammen. Man braucht überall auch einen Profi, ja, der sich mit einer ganzen Sache letztendlich auskennt. Du schreibst Außenwerbung, Werbekampagne, intelligente Warenplatzierung, Verkaufsraumgestaltung, Kundenkommunikation und Neuromarketing. Also das sind alles Sachen. Ich denke, das ist ein unheimlich breites Spektrum. Ja, das stimmt. Aber es hat auch alles was miteinander zu tun, weil es ja zusammenspielt. Ja. Ne? Das eine geht ohne das andere nicht und somit ist das so eine ganzheitliche Geschichte, die mir auch ganz viel Spaß macht. Und du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Handbuch Trenddekorationen, das Handbuch für Schaufenster und Verkaufsraumgestaltung. Und der Hintergrund ist der, dass der Beruf, unser Beruf des Dekorateurs, den gibt es eigentlich in der Form so gar nicht mehr. Aber jedes Einzelhandelsgeschäft hat ja Schaufenster, hat Warenpräsentationsfläche. Ja. Und in der Regel heißt es dann, Frau Müller, Sie übernehmen das jetzt, also irgendeine Mitarbeiterin soll sich darum kümmern. Stellen wir mal die Schuhe hier. So, und dann habe ich dieses Handbuch so geschrieben, dass jeder, der diese Aufgabe übernehmen soll, auf einfachste Art und Weise unter Berücksichtigung der ganzen Grundregeln kapiert, so macht man das, so funktioniert, so kann ich selbst das auch bei uns im Geschäft umsetzen, als Leitfaden für jeden, der eben jetzt, ohne jetzt die Fachsprache zu benutzen, sondern ganz schlicht und ergreifend, genau. Jetzt muss ich aber mal gerade kurz zu Google. Also du kannst weitererzählen, ich bin hier total... Ich erzähle weiter, okay. Ich habe auch gelesen, du machst Veranstaltungsmanagement. Also natürlich liegt Marketing und Veranstaltungsmanagement manchmal dicht beisammen, aber letztendlich ist es ja nochmal eigentlich ein komplettes Themengebiet für sich. Du schreibst von der Idee über die Organisation bis zur Realisierung vor Ort. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Stehst du dann auch als Moderatorin bei der Veranstaltung und durch die Gäste durch den Abend? Also das kann so weit gehen, dass ich die Teppichbote verlege, dass ich die Bestuhlung mache, dass ich mit unserer Partnerfirma Licht, Ton, also Bühnentechnik mache, die Saaldekoration, Rahmenprogramm zusammenstellen, Moderation, alles wieder abräume, alles wieder in der LKW, alles wieder zurückfahren. Genau. Alles aus einer Hand, rundum Betreuung. Genau. Ja. So, was machen wir mit dir hier? Ich glaube, die lösen wir so aus. Ja, ich hoffe, die Zuschauer haben jetzt vor lauter unserem Erzähler trotzdem ein bisschen zugeguckt, wie elegant du das hier Ja, elegant ist nicht. Also wie gesagt, also dieses Erzähle und gleichzeitig, normalerweise trinke ich schon was dazu. Also normalerweise kriegt der Küchebulle ja ein Gläsel Wein. Ich habe sogar Flasch mitgebracht, die steht im Kühlschrank. Die könntest du vielleicht einfach... Ah, wie du auch. Ja, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit meiner. Probieren wir mal mit meiner. Okay. Ladies first. Überzeugt. Ich habe einen schönen weißen Burgunder von der Stefanie Wegmüller von der Hart mitgebracht. Dann hole ich uns mal Gläser. Wenn da jetzt jemand zuguckt, der sich auskennt, denkt er, ach, das hätte sie auch ein bisschen schöner machen können. Aber gut. Ich zeige mal den Woi auch mal ganz kurz in die Kamera. Sieht, dass der Gockel ein gutes Futter gekriegt hat, deswegen ist das Fett auch schön gelblich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Okay. Du hast
Ach, in unserer Vorbereitung hast du davon gesprochen, dass du Wert auf Slow Food legst. Ja. Ich kann mir bei der Gelegenheit, jetzt wo wir gerade beim Gockel sind, das fast ja ganz gut erklären, was Slow Food ist. Ja, Slow Food ist eine sehr schöne Bewegung, die, die auf langsam und biologisch und nachhaltig produzierte Lebensmittel aus ist. Mhm. Und die eben... Ja, nach alter Tradition haben wir hier was ein bisschen für auf die Finger. Seife, Soap. Danke. Wir nehmen die Küchenseife. Wir nehmen die Küchenseife. Und ja, und es gibt viele Firmen, die sich als Produzent der Slow Food Bewegung anschließen. Und wenn man natürlich Produkte von der Slow Food Firma hat, weiß man, das ist beste Qualität. Ja. Und ich sag's mal so, es gibt ganz viele junge Frauen, die sagen, ich arbeite viel und ich kann nicht so viel kochen, weil ich keine Zeit habe. Und dann wird halt irgendein Junkfood gekauft oder irgend so Tiefkühl-Lasagne. Wenn ich keine Zeit habe, dann nehme ich lieber ordentliches Bauernbrot und nehme gut die Butter und nehme Schinken und nehme Apfel. Und dann habe ich was Tolles, was gut riecht, was gut schmeckt. Meine Zähne erinnern sich, dass man es zum Balzen braucht, was man bei einer Tiefkühl-Lasagne nicht braucht, wenn sie aufgetaut ist. Und ich habe was Gutes gegessen, was meinem Körper gut tut und mir geht es wieder gut. Also auch die Achtsamkeit eines jeden, der seinen Motor am Laufen lassen will. Was esse ich denn da eigentlich? Und alle Betriebe, die diese Slowfood-Schnecke als Logo haben, also die landwirtschaftlichen Betriebe und so, da weiß man, das ist was Ordentliches, das ist gut und das ist gut. Das kostet ein bisschen mehr, aber man hat auch was Besonderes. Und jetzt würde ich sagen, ich habe schon einen ganz trockenen Hals. Ich auch. Ist gut, ich bin eigentlich eher so der Fan von ganz trockenen Weine, aber da ist sehr fruchtig und insofern kann man mich so dazu überzeugen. Sichte. Wunderbar. Also daraus könnte man jetzt noch zumindest aus der Karkasse ein schönes Süppchen kochen, das machen wir heute nicht. Das heißt, das darfst du jetzt irgendwie mal entsorgen und ich wasche mal unseren Adler durch. Das ist schwierig, dann muss ich das mit dem Entsorger kurz vertagen, weil so stehen wir uns gegenseitig im Weg. Oder ich mache das schnell. Ja, du machst das, während ich hier Küchenkrepp zum Abtrocknen der Einzelteile. Mach doch mal Platz, dass unsere Kamera nicht besser ist. Ja, also bei Geflügel, das ist ja selbstredend, ist es einfach total wichtig, dass man es gut wäscht und sauber macht, weil Geflügel hat immer mal irgendwelche Reste und wenn es natürlich auch noch so ein Freilandteil ist, dann vielleicht sogar noch mehr und deswegen schön appetitlich abwaschen und mit Küchenkrepp dann abtrocknen. Ich würde da quasi mal die Oberseite hier nehmen. Ja, wunderbar. Und dann noch ein Federle mit dran. Und die Gurgel. Dann wissen wir wenigstens, dass es ein echter war und keiner aus Plastik. Bei den Freilandhühnern, dass immer noch die Gurgel dabei ist. Früher war ja immer in so einem Hähnchen, war immer noch innen drin so ein Beutel mit der Innerei, Herz und das Leber und die Gurgel. Und das hat man dann gleich gehabt und hat ein schönes Fünfchen machen können. Und heute ist das meistens schon gar nicht mehr dabei. Aber das hier haben wir auf jeden Fall die Gurgel und die kommt nachher mit in unseren Topf rein. So. Dann würde ich mal hier die Spüle übernehmen. Und dann bräuchte ich die Zitronenpresse, bitte. Die Zitronenpresse? Ja. Ich glaube, da hat man ein kleines Abstimmungsproblem. Oh, dann haben wir keine Zitronenpresse. Dann müssen wir improvisieren, aber du hast doch vorhin so eine Idee gehabt, wie man das... Trick 17 mit Anlauf. Guck mal, du darfst das kleine Brett übernehmen. Willst du das Messer? Mein Messer. Ich habe immer mein eigenes Messer dabei, schon immer. Selbst wenn ich in Urlaub fahre, habe ich mein Messer dabei. So, und vielleicht kannst du ein Stück auf den Herd gehen, dass unser Zuschauer dir besser zugucken kann. Ich suche noch ein Glasschälchen und mache das. Und ein Löffel. Okay. Ja, wir sind ja hier zu Gast bei Strohmeier Gilb in der Küchenwelt in Neustadt. Sie vielleicht als Info für die Zuschauer, die das jetzt zum ersten Mal sehen. Wir sind jederzeit, freuen uns jederzeit, wenn Zuschauer direkt zu uns ins Küchenstudio kommen und live zugucken. Wir haben auch heute wieder wie immer einige Zuschauer hier.
Und wir blenden an der Stelle auch immer unsere Adresse ein im Internet unter www.facebook.de/kochsendung. Da stehen alle Produktionstermine und alles, was ansonsten wichtig ist für diese Sendung. Und ja, wir sind hier, wie gesagt, im Küchenstudio. Und das Gute ist, ich habe gehört, dass bald hier eine neue Küche installiert werden soll, die danach ein bisschen besser geeignet ist für unsere Produktion, weil wir nicht dieses hohe Theke-Element haben, über das unsere Kameras immer nicht drüber gucken können. Also wir sehen hier die manuelle Zitronenpresse. Ja. Alles in Großaufnahme, extra für die Zuschauer. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Darf ich gleich unten drunter wegwischen, weil ich habe, glaube ich, ein bisschen gesudelt. Ah, das ist nicht schlimm. Ich hätte jetzt die Zitronen abgenommen. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt brauchen wir die große Form. Wo ist denn die? Die steht da unten. Nee, der die habe ich ja schon da oben hingestellt, Entschuldigung. So, und da habe ich ein wunderbares Olio Extra Vergine di Oliva, ein wunderbares italienisches Olivenöl. Koch fällt wieder, das ist keine induktionsgeeignete Form. Aber das ist nicht schlimm, wir ignorieren dieses Geräusch einfach und machen einfach unbeirrt weiter. Und jetzt mache ich ein bisschen Zitronensaft, also einfach zum Olivenöl. Olivenöl. Und dann kommen die Teile, werden einmal rechts rum, einmal links rum, schwenke ich das so ein bisschen. Jetzt kommt meine kleine Eisenmühle ins Spiel, die ich sehr liebe. Die kleine Eisenmühle? Ja. Bin ich aber gespannt, weil ja, das ist selbst was, also, was du mir vorher nicht verraten hast. Ich nehme ja hier diesen ganzen Koriander und manche nehmen da gerne einen Mörser, um den zu zerstoßen, aber dann spritzt es immer so, das mag ich nicht. Und das ist so eine kleine Eisenmühle, mit der wir Gewürze, Kräuter einfach mit diesem Aufeinandersetzen drehen. Uraltes Werkzeug. Kann man auch gut für Chili-Schote nehmen. Ist mir jetzt schon sympathisch und ich werde mir so etwas aufzulegen. Ja. Ich bin jetzt schon begeistert. Habe ich noch nie gesehen. Das kann man gut für Chili-Schote nehmen, das kann ich für Piment, für Wacholderbeere, wenn man so ein bisschen grobstößeln will, ohne dass es zu fein wird und ohne dass die Hälfte von der Küche landet. Ich kenne das immer nur mit so, die ganze Küche ist quasi gewürzt. Ja. So. Klasse. Und dann mache ich jetzt mal schon so ein ordentlicher Schwung. Ordentlich, das kann man wirklich viel nehmen, weil das ist ein wunderbares Gewürz, was auch nicht aufdringlich wird. Schmeckt ganz hervorragend. Dann natürlich Pfeffer. Ordentlich Pfeffer. Für unsere Zuschauer, wir haben vorhin den Backofen schon mal vorgeheizt. 200 Grad. Genau. So, dann habe ich Fleur de Sel. Was natürlich auch immer was Leckeres ist, Feines. Schmeckt besser und nicht so streng wie normales Salz. Ist pointierter, weil man ab und zu mal auf so Krüstel drauf beißt und dann, das ist, finde ich, eigentlich schöner, wie wenn so fläschig das Ganze nach Salz schmeckt. Ist nicht überall verteilt, sondern punktuell. So, jetzt wird der ganze Kollege mal kurz rumgedreht. Wupp. 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 Und du meinst, wir machen das gleiche Programm jetzt einfach nochmal? Same procedure. Gut, dann mache ich das jetzt. Ja. Ist toll. Ich schneide inzwischen schon mal eine Bio-Zitrone in Schnitzel, beziehungsweise zwei. Ich habe sie immer ganz gern schön mit einem Säurekick. Ja, da bin ich mal gespannt. Also Hühnchen mit Zitronen habe ich ehrlich gesagt noch nicht. In südliche Länder wird das ganz oft gekocht. Das aber wieder rum, weil viele. Ich finde, dass die anders halt schon nice. Ja, das hätte ich jetzt auch wieder gemacht. Ah, du hast mir zu wenig Koriander. Du hast gar keinen Koriander drauf. Doch. Ach, das ist ja, du hast nicht wirklich ich Koriander drauf. Ich habe gedacht, du hast schon die... Du hast dich nicht getraut. Ja, ich habe gedacht, das reicht, was du hinter deine Wundermühle
gedreht hast. Aber jetzt kann ich sowieso nie, weil jetzt hatte ich schon die Finger am Huhn. Ja, ich bin ja geborener Hahn. Deswegen esse ich das so gern. Ja. Da gibt es ja auch die Geschichte, da gibt es in einer Tanzschule in Neustadt gab es immer so einen Gong, da steht drauf, gut Gong, Claudia Hahn. Stimmt, ja. Guck, verrückt. Und daher kennen wir uns eigentlich. Stimmt. Waren wir noch jung? Hast du an den Gong noch gedacht? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Welches ist denn mein Wasserglas? Das sind beide, du darfst das raussuchen, das sind beide frisch. So. Das sieht schon gut aus. Ich tue da noch ein bisschen nachlesen. Halt. Ach, du hast gar keinen Koriander drin? Ich habe da wirklich. Jetzt steht es Ems zu Ems. Gerne ein bisschen mehr drauf, weil ich das sehr lecker finde. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag es wirklich gerne. So. Dann nehme ich die Zitronenschnitzen und leg die da mal so zwischen rein. Dann sieht es schon hübsch aus. Und es sieht aus, als hätten wir uns total viel Arbeit gemacht, was natürlich nicht stimmt. Wo sind die Oliven? Das Ganze wird noch abgerundet mit schwarzer Olive, die ich auch ganz gerne üppig damit nebenein mache. Mhm. Dann haben wir ein schönes Farbenspiel, die dunkle Olive, die Zitrone. Ja. Und das ist ganz nett. Und in Kürze ein knuspriges Hähnchen. So, das war's eigentlich schon. Dann würde ich das schon mal da drüben in den Backofen stellen, weil das braucht ja ganz viel Weile. Wie lange lassen wir das insgesamt drin, Claudia? Eine Stunde. So, jetzt kommen die Kartoffelchen, die müssen wir gut waschen, weil die wahrscheinlich ordentlich dreckig sind. Ja. Ich habe mir noch einen Zettel gemacht, weil das so schöne. Vielleicht kann man das mal in der Kamera zeigen. So schöne, unterschiedliche. Das ist die, was heißt Lila? Violetta. Violetta. Dann, ja, also ich habe mir einen Zettel gemacht und habe im Chaos meiner Handtasche, typisch Frau, habe ich den Liege Zettel nicht gefunden. Nee, ich finde ihn. Im schwarzen Loch verschwunden. Genau, also wir haben hier lauter verschiedene, super schöne Sorte, auch alte Sorte. Eine ist dabei, die so ein bisschen geflammt ist, die soll sogar ein bisschen nach Marzipan schmecken, bin ich mal gespannt drauf. Also das sind ganz lustige, fröhliche Kartoffeln und die müssen wir aber gut putzen, weil die... Dann würde ich sagen, fange ich mit deiner Kartoffel mal hier an. Ja, genau. Ich weiß nicht, Bürste hast du nicht wahrscheinlich, ne? Doch, ich glaube, gut. Dann brauche ich den Sesam und die Kräuter. Naja, ein Schwämmchen hätten wir. Eine richtige Bürste finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber Markus mit den Bürstenhänden, das will man hier. So, vielleicht noch ein Teller. Nee, unten in der Schublade direkt vor dir. Unten in der Schublade so, direkt vor mir. Nee, ohne. Nee, ohne. Ja. Ich liebe es ja, wenn die Kamera direkt neben mir steht und alle Details in meine Finger filmt. Ja, wenn jemand Lust hat, mal in unsere Sendung zu kommen, dann darf er sich auch gerne bei uns anmelden, bei unserer E-Mail-Adresse unter küchengeflüster mit ue@okweinstraße.de. Dann kriegt er garantiert hier einen Sitzplatz in der ersten Reihe reserviert. Die Maggie Otto von unserem Redaktionsteam, die kümmert sich da immer darum, dass dann auch die Zuschauer richtig betreut werden. Die kriegen dann einen Platz in der ersten Reihe, kriegen ein Glas Sekt, eine Tasse Kaffee und natürlich was zu trinken Angebote. Das finde ich gut. Ist das schon was für mich? Ja. Guck mal, wie hübsch. Ich nehme vielleicht eine Schüssel. Die sehen doch gut aus. Willst du die mit Schale verarbeiten? Ja, ich oder möchte mit Schale. Okay. Das ist ja Bio und dann. Ich esse es eh. Ich mag lieber. Das. Ach, ich habe jetzt nur gedacht, bevor du dich mit dem Messer quälst, wir hätten nämlich auch einen Schäler da. Also, ich denke auch, also ich koche sehr gern und sehr viel und habe immer offenes Haus und habe einen Haufen Besuch, was ich immer toll finde. War das Einladung? Ja, gern. trotzdem mache ich mir das natürlich auch bequem, ja, und sage, wenn ich ja gute Zutaten habe, dann muss ich nicht Schneckedance und Schnickschnack und Pipa und gefächert und sonst was machen, sondern dann
kann man manche Arbeitsschritte ersparen, weil es durch die Qualität dann einfach auch wieder ausgemerzt wird. Guck mal, das sieht doch nett aus. Das sieht sehr nett aus. Jetzt. Willst du das große Brett lieber haben? Ja. Guck mal, das habe ich schon extra richtig sauber gemacht. Das ist toll. Ich mag Plastik. Ja, ich mag auch lieber das Holz, aber so tolles, so großes Holzbrett, wir machen hier leider nur Ems. Also zum Kochen habe ich gern mein Riesenmesser, Holzbrett. Wenn ich aus meiner Kiste heim immer das große Holzbrett mitbringe, dann kriege ich irgendwann Ärger mit meiner besseren Hälfte. Na? Ach, das ist die Violette, die auch sehr gelbfleischig ist. Also auch innen drin ein bisschen anders von der Struktur. Die schwarz sieht ein bisschen gruselig aus. Ah, das sind die Lila, ne? Da, guck mal. Toll, oder? Ah ja, das ist schön, dass die Lilane dabei ist, weil das ist immer so ein großes Irrtum. Wenn man irgendwo im Buffet die lilane Kartoffel sieht und dann hört man immer von irgendwo aus der Schlange die Stimme, ah, die ist eingefärbt. Mhm. Nein, ist sie nicht. Die wächst so. Heute haben wir den Beweis. Du darfst auch mit, genau. So, jetzt habe ich die. Ah ja. Ja, obwohl du mir sagst, also ich werde zu so langsam. Kartoffeln haben wir auf jeden Fall genug. Für die Zuschauer noch. Also das ja, das ist natürlich auch eine wichtige Information. Die Zuschauer dürfen hier immer probieren. Die kriegen mit, wie toll das riecht, wie toll das schmeckt. Man soll hier nicht so viel Fleisch essen, dann sollen sie mehr Kartoffeln essen. Gibt es einen schönen Witz, wo der Vater zu seinem Sohn gesagt hat, pass mal auf, du hast offenbar mal Besuch und das Fleisch langt nicht. Wenn die Mama kommt und das Fleisch reinbringt, sagst du, Mama, ich möchte bitte kein Fleisch. Gesagt, getan, hat er gedacht, aber nachher, beim Nachtisch, da schlache ich zu. Und als der Vater später mit der großen Schüssel mit Pudding reingekommen ist und der Claire mit glänzender Aachen seinem Vater das Schälchen hingehalten hat, hat der Vater gesagt, und wer kein Fleisch isst, kriegt auch kein Pudding. Ja. Ja, aber unsere Zuschauer dürfen alles probieren, ne? Nicht, dass jetzt jemand Angst kriegt, ich sehe da hinten schon lauter traurige Gesichter. Also Kartoffeln haben wir auf jeden Fall genug. Ja, Claudia, jetzt gehen wir mal von der beruflichen Schiene so ein bisschen Richtung zum Privaten. Du hast gesagt, du machst alles als Tennisspieler. Auf deiner Homepage steht auch ganz viel von Musik. Du singst ja irgendwie in verschiedene Chöre. Ich muss jetzt noch kurz unterbrechen, weil ich jetzt gerade noch erklären wollte, was ich jetzt mache. Ja, ich habe jetzt die Kartoffeln schon klein geschnitten und dann werden die einfach mal in das Öl an der Schnittstelle ein bisschen in das Öl geditscht und in Sesam gewendet. Und dann schmeiße ich die halt, du musst noch ein bisschen Öl in die Pfanne, also auch wieder so. Schöne alte Email-Räderwanne. So, verteilen wir das ein bisschen und dann darf ich jetzt weiter? Ja, gern. Du hast mir erzählt, du singst in verschiedene Chöre. Ich konnte es mir gar nicht alles merken. Und da ich jetzt gerade die Hände im Wasser habe, konnte ich auch nicht auf meine Karte spicken. Ja, das stimmt. Also singen gehört für mich wie das Atmen zum Leben. Ich bin mit 4 Jahren bin ich jetzt zu den Weihkehlchen gekommen. Mhm. Und das prägt, ja. Also singende Botschafter der Pfalz. Und das mit 4, das war natürlich schon eine klasse Sache. Und so hat mich die Musik eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Ich singe angefangen beim kulinarischen Quartett. Ah, das ist die Veranstaltung mit 1 Stunde singen und 3 Stunden essen, ne? Genau, wir treffen kann mich uns erinnern. Immer, singen 1 Stunde und dann wird 3 Stunden gegessen und getrunken. Und dann singe ich bei Ohrfest, das ist ein Doppelquintett, A Cappella Doppelquintett, auch in Neustadt. Ich singe im Neustadter Barbershop Chor Four and More. Ich singe bei Swingomania, das ist eine wunderbare Kapelle mit Gypsy Jazz, Smooth Jazz,
schön scharf. Und ich singe bei den ehemaligen Weinkelchen. Also unsere Generation trifft sich ja tatsächlich immer noch. Mehrmals im Jahr. Und das, was man irgendwann mal gelernt hat, verlernt man nicht mehr. Also auf Knopfdruck singen wir noch die alten Volksweisen, was natürlich wunderbar ist und ans Herz geht und auch große Freude macht. Ja, putzen. Da würde ich das hier in der Zeit übernehmen. Also, ja. Ich habe ja so ein bisschen über der Schule geguckt, was ich alles beachten muss. Ein bisschen grobes Meersalz. Also da habe ich jetzt nicht das Fleur de Sel, sondern da habe ich so richtig grobes, fast ein bisschen feuchtes, das graue Salz, weil ich das auch ganz herzhaft zu den Kartoffeln finde. So ein bisschen zwischenein, schon mal ein bisschen Pfeffer zwischenein. Okay. Siehst du, wir brauchen doch noch Sesam. Wo ist denn die Tüte? Da, bei unserem Zutatenkorb. Ihr habt es gut warm hier. Ja, das sind auch unsere Scheinwerfer. Das, sind so Abende, wo ich weiß, dass ich entschlack. Ja, hervorragend. Das ist, da können wir ja später richtig, da können wir ja richtig zuschlagen. Je mehr ich schwitze, umso mehr entschlack ich. Das ist toll. Stell das mal in die Mitte. Ich habe mal gerade eben gedacht, gleich schimpft sie mit. Komme ich jetzt noch drauf oder soll man das so uns ein bisschen mehr so... Wunderbar. Ja, das mit dem Singen ist eine schöne Sache. Das macht echt. Wenn man alles zugestellt hat. Das macht wirklich viel Spaß und das ist gut für die Seele. Das glaube ich, mir macht das auch Spaß. Aber das Schlimme ist halt, ich kann das nur ohne Dusch, weil sonst rennen die Leute immer weg. Jeder Mensch kann singen. Es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, man könnte nicht singen. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt Wie im Himmel. Das ist ein schwedischer Spielfilm, der genau diese Thematik bearbeitet. Okay. So bezaubernd, dass man heulend aus dem Kino rausgeht und sagt, okay, verstanden. Die Frau, ja. Jetzt, ne, die Männer auch. Die Männer auch. Also ich habe persönlich Männer gesehen, die da weinend. Ich muss immer nur lachen. Ich muss immer nur lachen, wenn ich aus dem Kino rausgehe. Aber okay, ich will dir das jetzt mal klar machen. Jetzt machen wir mal einfach so ein paar zwischendrin so rein. Ja, um das Ganze etwas aufzulockern. Damit es unsere Zuschauer nicht gut wissen, wie wir uns mit dem Sesam so rumquälen. Nee, damit es auch nicht zu viel vom Sesam danach ist. Ne? Wenn man das später durcheinander macht, verteilt sich das ja nochmal. Aber ich finde, das sieht auch sehr nett aus mit einer bunten Kartoffelschale. Das ist echt sehr nett. So, dann habe ich aus meinem Garten ein paar Kräuter mitgebracht. Das muss natürlich auch sein. Und, fast hätte ich es vergessen, wir machen auf diesen, wo ist denn das Teller mit dem, hier, wir machen auch ein paar schwarze Sesam-Same drauf. Den kennt man von der Türkeflade. Das sind immer so ein paar schwarze Kerne schon. Man denkt, huch, ist das angebrannt? Nein, das ist nicht angebrannt. Das sind die schwarze Sesam. Ich dachte auch immer, das wäre angebrannt. Und die geben noch mal so ganz klein ein bisschen originelle Geschmack, wenn man sagt. Na, das schmeckt jetzt ein bisschen fremd. Sollen wir noch ein paar Kartoffeln dazu schneiden? Oder? Okay. Und dann nehme ich die Kräuter gerade so zwischen rein. Soll ich uns das mal hier schon mal wegräumen? Oder wolltest du das Sesam noch oben drüber machen? Nein, gut. Ich danke dir herzlich. Tut mir immer schwer, damit Zutaten und Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch wirklich unglaublich tolle Rezepte, was man aus Reste machen kann. Ich habe mir mal in Prag in einem Antiquariat ein Kochbuch gekauft vom neuen Kronentrommler. Also so wie es bei uns die Bildzeitung gibt, gibt es hier in Österreich, gibt es den Kronentrommler. Und das Buch ist von 1923 und heißt Die neuesten Rezepte der Kronentrommlerleser. Und das sind alles Arme-Leut-Rezepte. Ja. Fantastische, sensationelle Rezepte, was man mit altem, trockenem Brot machen kann. Gefüllte Schwanehals, also auch die ganze Innerei, wie die verwurstelt werden. Lass mich mal gerade kurz. Toll. Und es macht auch ganz viel Spaß, so eben aus Reste was ich zu zaubern. Ich bin auch überzeugt, dass quer durch den Kühlschrank koche. Wenn es gerade, was du vorhin gesagt hast, wenn es mal schnell gehen muss und wegen, ich habe keine Zeit, dann guckt man mal, was man da so rumliegen hat. Dann hat man vielleicht noch ein paar Kartoffeln vom Vortag oder hier hat man mal zu viel Kartoffeln gewäscht und jetzt stehen die hier rum. Und dann nimmt man die halt einfach, schneidet die gleich, schmeißt sie in die Pfanne, ein bisschen Gemüse zu, was man halt gerade so im Kühlschrank hat, Tomate, Paprika und irgendwie, was weiß ich, die Salami, die weg muss und schon hat man ein schnelles quer durch den Kühlschrank, wie ich immer sage. So, das gefällt mir. Guck,
Voilà. Hervorragend. Sieht lecker aus. Und das stellen wir jetzt zu unserem Gockel. Das stellen wir dazu. Dann können wir schon mal einen Blick auf unseren Gockel werfen, bevor wir das jetzt so neu stellen, dass unsere Zuschauer auch sehen, es wird langsam. Sieht gut aus. Ja. Okay, die Kamera hat's. Und dann darfst du hier oben die Kartoffeln mit neu stellen. So. Perfekt. Also jetzt, das war jetzt wirklich ein paar Minuten Arbeit, ne? Also wenn man sich das so anguckt. Naja, wenn wir ehrlich sind, haben wir ja mehr erzählt, wie wir hier arbeiten hätten, ne? Genau, normalerweise arbeite ich schneller, aber wenn ich auch noch rette soll gleichzeitig, dann... Aber es ist wirklich kein großer Aufwand. Und trotzdem lecker. So. Dann ist es jetzt die Zeit, wo wir einen Schluck von unserem guten Wein trinken. Das stimmt. Auf der Gockel. Auf der Gockel. Ich nehme da auch mal das Messer weg. Ja. Das mache ich dann auch sauber bei der Gelegenheit. Weil wir ja jetzt während unserem Hauptgang da im Ofen ist, wollen wir uns so ein bisschen um unseren. Hast du was, wo ich die Zahne schlagen kann? Also Schüssel oder so? Ja, guck mal da in dem rechten Hochschrank. Rechts. Dort steht. Ja, genau da. Hochschrank. Ja. Perfekt. Und dort müsste irgendwo eine hohe Schüssel drin sein. Das sieht gut aus. Und ein Messbecher, genau. Wir hatten auch ein Rührgerät. Das liegt hier unten. Mhm. Direkt vorne bei uns, dass wir es schnell griffbereit haben. Du darfst jetzt gleich die Johannisbeeren abpflücken und waschen. Das ist super, die Männer mit den großen Händen dürfen wir machen das mit zusammen. Den kleinen Bärchen machen. Ja, ja, schön, ja, schon erzähle okay. Dabei. Schon okay. Solange die Kamera das nicht als Nahaufnahme zeigt, ist das alles okay. Nein, wir machen das zusammen, kollektiv. Nein, ich kann das alleine. Ja? Du darfst die Sahne schlagen. Okay. Wir haben doch ein Sieb. Wir haben das doch schon irgendwo. Das Sieb war da, wo. Genau. Da haben wir vorhin gesagt, stellen wir ein bisschen auf die Seite. Also bei dem Dessert, das ist wirklich ein fauler Gredel-Dessert und es schmeckt so unglaublich gut. Es ist null Arbeit. Dürfte ich dich bitte, bevor unser Regie wieder mit mir schimpft, dass du hier rüber gehst? Ja. Und guck mal, wir haben hier sogar Stroh. Ich finde, das ist auch ganz spannend. Sahne schlagen, das ist natürlich was noch niemand gesehen hat. Ja, aber das ist immer noch besser, wenn wir unsere Zuschauer unabbrochen den Rücken zeigen, weil das geht halt damit, ne? Du wolltest jetzt aber nichts gegen meinen Rücken sagen, so grundsätzlich, nee, du hast oder? Einen wunderschönen. Also ich schlage jetzt zwei Becher süße Sahne, wie sich das gehört. Ohne Zucker. Während ich 100 Johannisbeeren von Hamm zupfe. Wahrscheinlich sind die Zuschauer jetzt wegen dem lauten Rührgerät gar nicht gehört, ja. Dass wir wirklich Zuschauer hier in der Küchewelt haben, warum die ist denn sich so, da totgelacht haben. So komisch. Brauchen wir die alle, Claudia? Bitte? Brauchen wir die alle? Ja. Gut. Ich habe das schon verstanden, ne? Ja, wir hatten noch ein Thema in unserem Vorbereitungsgespräch. Da haben wir noch über den Kundigundemarkt gesprochen. Und du hattest das vorhin ja auch von den Slow-Food-Zutaten. Und die gibt es ja, glaube ich, statt 8. Vielleicht erklärst du noch mal, was ein Kunigundemarkt. Darf ich euch die Sahne fertig machen? Ja. Das ist toll. Aber die Zuschauer, die hören dich trotzdem. Echt? Ja, weil du hast ein ganz tolles Mikrofon. Achso, ich greife hier am Spiel und die hören mich die ganze Zeit. Okay. Ich kann nicht so arg schreien. Mhm. Aber ich muss mich jetzt trotzdem im Moment konzentrieren, dass ich mir am Schluss gut mache. Ja, bei uns ist lustig. Sahne, definitiv. Ist schon Butter? Nee, aber ich mache jetzt zuerst, bereite ich das vor und dann erzähle ich über den Kunigundemarkt, weil ich bin zwar multitaskingfähig, aber... Aber du willst nichts vergessen, ich weiß. Nee, das ist es gar nicht, sondern ich bin ja nicht so süß. Ich mache einmal eher herzhafte Gerichte. Ja. Und obwohl das ein total simples Gericht ist, bin ich jetzt natürlich total aufgeregt. Das glaube ich auch nicht. Klappt. So, Johannisbeere sind soweit. Sofort. Brombeeren bitte waschen. Aber sicher. Ja, ich suche das aus. Mhm. Und dann haben wir noch leckere Himbeeren.
So, dann kommt nämlich hier unser. Dürfen die Beeren zusammen? Die dürfen, die kannst du in der großen Schüssel dann. Warte mal. Ja. Kannst du die gerade alle dann zusammen reinmachen. Löffel sind. Hier oben rechts, genau. Mhm. Macht das großartig. Tada. Ich finde, es gibt nichts Tolleres wie frische Beere aus dem Garten. Das ist einfach klasse. Ich habe schon Brombeermarmelade gekocht und Johannisbeermarmelade gekocht. Die ist dieses Jahr besonders gut. Ja, also ich finde auch, das schmeckt auch wirklich tausendmal besser wie so gekauft, wie Industriemarmelade. Die meiste Industriemarmelade sind zu süß. Da ist einfach genau. Zu Zucker hart. Du schmeckst richtig. Von der Frucht das überhaupt nicht. Das schmeckt nie wie eine Frucht. Genau. Danke. So, die müssen wir vorsichtig. Jetzt haben wir also wunderbare Beeren. Ach, geht noch ein Einbeißen. So, jetzt kommt der Trick, das ist wirklich total simpel. Ich nehme diese Baiser-Teile und lege eine Schicht in die Schüssel. Dann kommt Sahne. So ein bisschen drüber. Und dann kommen, ich bin nämlich ein anderer Löffel. Ich kann mir immer noch nicht über den Kunigundemarkt erzählen. Nee, aber ich bin noch total aufgeregt. Das wollte ich ja nur noch mal abfrochen. Und dann kommen einfach die Beeren. Also es ist echt nur Baisermasse, geschlagene Sahne, Beeren. Und Waldbeere, Gattebeere. Gattebeere. Gattenbeeren bisher. Das kannst du natürlich auch mit Heidelbeere gut machen, wobei die gekaufte Heidelbeere, finde ich, schmecken nicht gut. Mhm. Die schmecken irgendwie nach Wasser. Also wann, da muss man sich echt in den Pelzer Wald aufmachen und muss... Die richtig kleine, herzhafte. So, jetzt kommt wieder Baisermasse. Was ja logisch ist. Das ist einfach diese Zuckergeschichte, die sich dann mit der Sahne vermengt. Und witzigerweise, wenn das dann durchgezogen ist, gibt es so einen Crunchy-Effekt. Ja. Wenn das dann so raussteche durch. Mhm. Boah, das ist echt richtig klasse. Ganz simpel. Und das, da sind sie wieder, die einfachen Dinge, die Spaß machen. Und schnell gehen. Schnell gehen und trotzdem große Klasse schmecken. Und da brauche ich kein Fett und nicht noch irgendwelche Streusel oder sonst irgendeinen Kram, sondern... Wenn man das zu einer Party mitbringt, machen alle, oh, ist das toll, wie hast du das gemacht? Genau, kann ich das Rezept haben? Natürlich. Darf ich? Unbedingt. Mach einfach den Rest. Oder alle neu? Ja. Genau, und dann machen wir. Machen wir gerade Küchenkrepp, bitte. So, dann sieht es noch ganz nett aus, wenn man da so ein bisschen drauf setzt. Und in den Kühlschrank. Okay. Das war's. Geht schnell und ist klasse. So, jetzt kann ich natürlich vom Kunigundemarkt erzählen. Ja, dann machen wir das jetzt schnell. Genau, den finde ich nämlich großartig. Den haben wir dieses Jahr zum dritten Mal in Neustadt. Und zwar ist der in den historischen Höfen im Michelschen Hof. Ja, wir müssen erst mal erzählen, wann der ist.
Da ist ja an den Wochenenden des Weihnachtsmarkts also immer freitags und samstags. Ja. Ich habe mich vorbereitet. Das stimmt gar nicht, das ist nämlich auch sonntags. Also Freitag, Samstag und Sonntag. Ah. Eigentlich ist es ja so, dass die Kunigunde die Retterin der Stadt Neustadt ist, weil sie mit dem Kriegskommissär im französischen Erbfolgekrieg Verhältnis gehabt hat und dadurch verhindern konnte, dass Neustadt niedergebrannt ist. Also diese Liaison der beiden ist Auslöser, dass es Neustadt noch gibt und dass es nicht niedergebrannt wurde. Und als Marketing-Expertin hast du diese Story für den Markt ausgewählt? Nein, das stimmt. Nein, das ist ja tatsächlich so. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen schönen Kunigundemarkt, Liaison der Genüsse. Also diese Liaison aufgreife und natürlich die Pfalz mit ihrer Delikatesse und Spezialität kombiniert mit Frankreich. Dann haben wir schon mal so ein bisschen einen Ansatz. Mhm. Und dieser Markt findet an den vier Adventswochenenden statt, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir haben drei historische Höfe, der Michelsche Hof, der Hof der Vizedomei, der auch direkt vom Marktplatz zugänglich ist. Und dieses Jahr kommt neu dazu der Rathausinnenhof. Und diese Höfe, die jetzt nicht direkt vom Marktplatz aus zugänglich sind, wo sind die? In der Metzgergasse? Nee, also der Rathausinnenhof ist klar. Ja. Und in den Hof der Vizedomei kommst du praktisch vom Marktplatz direkt rein. Das ist da, wo es zum Barbarossa geht. Okay. Das ist der eine Hof und von dem geht es in den Michelsche Hof. Und vom Michelsche Hof kommt man in die Hauptstraße. Okay. Ja, und wir haben da also verschiedene tolle Aussteller, also auch wechselnde Aussteller, weil es ist ja auch eine touristische Attraktion. Ja. Es geht nicht nur darum, dass Neustadt zum traditionellen Weihnachtsmarkt noch Ergänzung hat, sondern einfach auch für uns die Saison zu verlängern, dass Gäste nicht nur sagen, zwei Fische rum, man braucht nicht mehr nach Neustadt zu fahren, sondern es rentiert sich, an Weihnachten zu kommen. Und wir haben tolle italienische Gäste aus unserer Partnerregion, aus dem Roero, aus dem Piemont. Wir haben Gäste aus Katalonien, es kommen Schweizer. Also es ist ein sehr buntes, abwechslungsreiches Programm. Und wir haben natürlich viele Slowfood-Betriebe. Wir haben Käse und Salami und Öle und Gewürze und Kräuter. Mhm. Wir haben ganz sensationell, finde ich, Weinsteinschmuck. Das gibt es einmalig auf der Welt. Das ist ein Juwelier, der aus Weinsteinschmuck herstellt. Es gibt auch zwei Wochenende zum Beispiel Austern und Champagner an einem Stand. Also wirklich tolle. Also die wechseln auch so ein bisschen über die Wochenende Abwasser ab. Genau, und da kann man auf der Homepage www.kunigundenmarkt.de kann man die Ausstellerliste angucken, wer kommt wann, also was interessiert mich, welche Produkte würde ich gerne probieren, was würde ich mir gerne kaufen und kann sich dann einfach mal so ein bisschen durchprobieren. Das ist klasse und das ist ein tolles Erlebnis. Und das ist jetzt zum dritten Mal, ich freue mich riesig drauf. Also und den Gockel zum Beispiel, den wir da jetzt haben, diesen Freilandgockel und die Bio-Kartoffeln, die sind zum Beispiel vom Hofgut Ochsenschläger aus Biblis-Wattenheim. Und die sind am ersten Wochenende, sind die mit ihrer Göckel und mit ihrer Kartoffelsorte, stehen die im Rathausinnenhof. Und da ist es natürlich toll, dass man sich sowas dann kaufen kann. Ne? Klar. Also du hast gesagt, Slowfood-Betriebe, Delikatesse, Schmuck. Und Kunsthandwerk. Genau. Für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Rentiert sich also, wenn man sowieso ins schöne Neustadt kommt, dann einen Abstecher auf den Kunigundemarkt zu machen. Das zum einen. Und einfach den Weihnachtsmarkt zu verlängern und dieses tolle Angebot auch aufzunehmen. Und es ist ja auch so, dass wenn ich, sage ich mal, jetzt an dem Wochenende, da waren jetzt die Aussteller da, am nächsten Wochenende kommen andere. Dann macht es auch Spaß, wenn man jetzt nah ist, dass man sagt, da kann man wieder hingehen, da gibt es wieder was Neues zu entdecken, ne, an jedem Wochenende. Claudia, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben über so viel gesprochen in der Vorbereitung. Haben wir irgendwas vergessen, was wir aussprechen wollten? Wir haben über Musik gesprochen, wir haben über die Heimat gesprochen, wir haben über deine Arbeit gesprochen, über dein Buch, über die Kunigundemarkt. Ich schreibe gerade mein zweites Buch, aber das ist ja noch nicht fertig. Das Leben ist Kosakensalat. So heißt mein neues Buch. Okay. Das passt zur Kochsendung. Ach, ich erinnere mich, du hast bei Facebook irgendwann die große Abstimmung über den Titel. Ja, ich erinnere mich, das habe ich gelesen. Ja, genau. Und so ein kleiner Vorgeschmack für unsere Zuschauer? Nee, gar nicht. Weil um was es geht? Es ist eine Kurzgeschichte. Ich habe in meinem Leben schon so viel verrückte Sachen erlebt. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, warum schreibst du das nicht bitte auf? Das klappt so und so, kein Mensch, dass du das erlebt hast. Und das habe ich jetzt gemacht. Lauter Kurzgeschichten, die chronologisch nicht aneinander hängen, aber ich finde es mittlerweile auch lustig. Ja. Okay. So kann man auch Sachen wieder aufarbeiten, wenn man was erlebt hat, was vielleicht gar nicht so klasse war. Ja. Kann man später drüber lachen und sagen, gut, genau. Und aber wann erscheint es ungefähr? Das weiß ich noch nicht. Ich denke Anfang. So ganz grob? Ja, Anfang, Mitte des nächsten Jahres. 2014? Ja, genau. Okay, weil wir stellen ja unsere Sendung auch immer ins Internet. Oh ja. Auf die Mediathek. Okay. Ist dann bei YouTube in unserem Channel verfügbar. Darfst du natürlich auch auf deiner Homepage verlinken. Und dann gucken das sicher auch noch Zuschauer im nächsten Jahr. Und dann sollen die wissen, dass es dann quasi schon dieses Jahr ist, wo der Buch erscheint. Freue ich mich. Aber ich habe noch was mitgebracht, weil man sollte ja vom Essen ein Aperitif zu sich nehmen. Ach ja, stimmt. Stimmt. Und ich habe hier ein Kunigunden-Elixier. Und wir haben natürlich passend dazu auch noch den J.P. de Wert Balsam. Und zwar ist das ein Aperitif-Essig vom
Edel Essig Weingut Doktorenhof in Fenningen. Und das ist ja sehr bekannt, also auch über die Grenzen hinaus, mit seiner Aperitif-Essige. Ja. Und der Wiedemann Schorsch hat extra diese Essige für die Kunigunden, für den Herrn de Wert kreiert. Und ich finde, es passt jetzt ganz schön zu dem Gockel und so ein bisschen in die Vorstimmung ran. Es ist ein sehr milder, sehr weicher Weinedelessig. Und man kann sagen, dass so ein Produkt ungefähr fast 10 Jahre auf dem Fass liegt, bis es ins Glas kommt. Und das ist der Hammer. Wir haben jetzt hier natürlich im Haus nicht die Original-Essig-Degustationsgläser, aber ich denke, so ein kleines Sherryglas, da könnten wir das eigentlich auch ganz gut drin servieren. Und so ein Aperitif-Essig ist ja stoffwechselfördernd, verdauungsfördernd und genau das Richtige, wenn man jetzt gleich als total köstliches zu essen bekommt. Also man nimmt man immer nur ganz, ganz wenig, nicht wie beim Schnaps oder so. Und beim Essig ist auch so, dass man den ganz langsam trinken muss. Ne? Klar. Also wenn man nach einem kräftigen Krustebraten mit Kartoffelknödel sich so ein Obstler oder ein Malteser macht, man irgendwie da muss ja meistens auch schnell helfen. Und wenn du das mit so einem Essig machst, das geht natürlich gar nicht, weil wir da bis zu 6000 feinstoffliche Informationen haben für den Gaumen. Und das probieren wir jetzt mal, also ein Tropfen ganz langsam auf die Zunge. Sieht auch schon ganz toll aus, ne? Also man kann übrigens im Doktorenhof auch Kellerführungen machen. Das ist hochinteressant und ist mal was ganz anderes wie jetzt beim Winzer, weil man natürlich die ganze Hintergrundgeschichte und die Historie zum Thema Essig noch kriegt. Und jetzt probieren wir das mal zum Wohl. Zum ganz langsam. Schmeckt eigentlich total anders, wie man das so erwartet. Wird, weil er eher süßlich und und man denkt natürlich, das Süße, da ist irgendwie nachgesüßt oder was, aber die Basis dieser Essige ist ja Trockenbeere-Auslese. Ja. Und da hast du dann schon, die ganze Restsüße mit drin. Ja. Und je höher die Qualität des Grundweins ist, umso höher ist am Schluss auch die Qualität vom Essig. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ja, das also ich denke, das ist auch was viele Leute, die es noch nie probiert haben, vielleicht auch scheuen und sagen, ach, Essig, das ist doch so was Saures, das nimmt man ja immer nur, wenn man was sauer machen will. Aber das ist wirklich, das ist der pure Wahnsinn, was da drinsteckt. Das Schöne bei so einem Essig ist, der Körper reagiert auf den Essig genau wie auf ein Aperitif alkoholisch, also ein alkoholisches Aperitifgetränk. Beispiel, ne? Du meinst, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, weil wir dann nämlich Sprecher nein, kennen? Nein, das meine ich nicht. Nein, da ist ja überhaupt kein Alkohol mehr drin, ne? Klar. Aber wenn ich zum Beispiel eingeladen bin irgendwo zum Essen, dann esse ich den ganzen Tag nichts, weil ich weiß halt, auf dem Mensch eingeladen. So, und dann kriegt das man nehme ich in der Regel, immer vor, aber das klappt dann nicht. Dann kriegt man in der Regel ein Gläschen Sekt oder ich sag mal, ein Aperol Spritz oder ein Hugo. Und der geht ja sofort in den Kopf, weil du hast entweder isst Brotkerben leer oder der erste Gang wird total runtergeputzt. Wie war das im Restaurant? Entschuldigung, hätten Sie mal noch ein Körbchen Brot? Genau, so, ne? weil der Alkohol in dem Moment natürlich einen Heißhunger auslöst. Ja. Und natürlich diese Stoffwechselförderung und Verdauungsförderung. Und bei dem Essig ist es so, dass der Alkohol fehlt. Das heißt, Stoffwechselförderung ist da, Verdauungsförderung ist da, aber der Heißhunger nicht. Aber es geht nicht direkt und du machst ein Glas Brotkerne leer. Genau. Deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Alternative. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Kannst du was dazu erzählen? Ja, die Geschmacksrichtung. Also es ist klar, dass die Kunigunde aufgrund ihrer Lieblichkeit etwas lieblicher ist, während der Herr de Wert als Franzose natürlich mehr kräutrig ist und mehr herzhafter und etwas kräftiger. Okay. Also es rentiert sich, dort vorbeizugehen und wirklich mal so Führung mitzumachen und dann kann man die auch sicher beide probieren, denke ich. Ja, und du kannst, also diese Essige gibt es auch bei der Touristinformation. Sind die auch auf dem Markt, auf dem Kunigundemarkt? Den Essig gibt es auf dem Kunigundemarkt, aber den gibt es auch bei der Touristinformation in Neustadt auf dem Hetzelplatz zu kaufen. Aber wir wollen doch, dass die Leute auf den Kunigundemarkt gehen. Die kommen ja so und so auf den Kunigundemarkt. Ah, okay. Alle 4 Wochen. Die kennen vorher schon auf der Touristinfo als Vorgeschmack sich ein Fläschchen kaufen und dann trotzdem kuchen. Ja, als Geschenk ist es ein tolles Geschenk. Einfach, ne? Wie sieht es eigentlich aus? Ich glaube, wir sollten mal einen Blick neu werfen. Würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch jetzt einfach mal gucken, oder? Dann gucken wir jetzt mal, wie weit es am Gucken ist. Lecker. Ich glaube, das sieht gut aus. Anschnallen. Dann sind wir da unseren Kameramann nach ein bisschen gucken lassen. Und wie das riecht. Toll. Ich bin stumm vor Glück. Und jetzt holen wir die Kartoffeln noch ein bisschen dazu, dass die Zuschauer zu Hause das sehen. Schade, dass man durch die Kamera nicht riechen kann. Ich glaube, es ist soweit. Ja. Dann stelle ich uns drüber mal schnell. Ich hole uns das Brett. Nee, ich gucke mal, ich hole uns hier die 2 Dinger. Oh ja, okay. Und dann
Darf schon mal die untere Schublade? Darf ich uns die Teller das rausholen? Ist ja und dann richten wir uns das schon. Das ist ja die unterste Schublade. Wir machen lieber auf beide. Das Schöne ist, dass sich das ja so ein bisschen Sud bildet aus dem Olivenöl und dem Zitronensaft und dem Fleischsaft. Und dann mache ich jetzt vielleicht erst ein paar von den. Also ich mache die, die Kräuter würde ich ganz gern einfach. Die nehme ich jetzt einfach so ein bisschen raus, damit es nicht zu arg ist. Na, die sind ja, deswegen habe ich es ja dran gelassen. Ich mache das besser drauf und dann kannst du in den Vogel gucken. Ja, der Zuschauer hat in unserer kurzen Produktionspause auch schon die Frage gestellt, ja, wie machen Sie das mit den Kräutern? War das nicht zu viel Rosmarin? Nee, ich nehme, ich lasse die am Stück und sammle die einfach wieder raus, wobei ich das sogar tatsächlich ganz gern esse. Wenn das dann so kross ist, nache ich die gern, wenn es keiner sieht, nache ich die Stängel schon gern ab. Und dann mache ich einfach von diesem Saft dann noch so ein bisschen drüber. Ich nehme vielleicht mal so ein Stückchen für mich. Ich muss ja noch fahren. Du darfst dann auch gerne die Gurke haben, weil ich bin jetzt. Ah, wollte dir eine Riesenfreude machen. Ich habe es mir gedacht, aber ich dachte, das ist der Teller, den ich an dir überlasse. Diese Zitrone lege ich übrigens dazu, weil ich die auch auszuziehe. Ist Geschmackssache, es gibt Leute, die mögen das nicht. Ich mag das ganz gern, weil die natürlich auch durch den Garungsprozess nicht mehr so sauer ist, sondern eher dann etwas aromatisch. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert auf dem Teller. Gib mir doch bitte nochmal ein Küchenkrepp. So. Dann gehen wir jetzt essen. Guten Appetit. Ah, freue ich mich jetzt darauf. Wir schenken uns jetzt noch den anderen Ei. Das ist der, den ich mitgebracht habe. Das ist der Deidesheimer Kieselberg vom Wassermann Jordan. Ein Riesling-Kabinett Trocke. Sehr schön. Hier ein 2011er. Danke einer dir. Meiner Lieblingsrieslinge. Vielleicht an der Stelle, nochmal der Aufruf. Wir sind natürlich gerne bereit, hier verschiedene Weine zu präsentieren und freuen uns immer, wenn ein Weingut oder ein Vertreter eines Weinguts hier zu uns in die Sendung kommt. Der darf natürlich dann einfach so unsere leckeren Gerichte probieren und dann wird man bei der Gelegenheit einen Wein vorstellen. Und ja, wir bieten das einfach alle Weingüter an unter Küchengeflüster mit UE. ok-weinstraße.de gibt es die Möglichkeit, sich bei uns zu melden und dann dürfen die Weingüter hierher kommen und auch selbst was zu ihrem tollen Wein sagen. Prost, Claudia. Zum Wohl. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Freut mich, dass du zu uns gekommen bist und das tolle Gericht mitgebracht hast. Total Spaß gemacht. Und jetzt will ich auch gar nicht länger warten, weil jetzt will ich es probieren. Guten Appetit. Mhm. Wahnsinnskombination. Lecker. Noch ein bisschen Fördersel. Für mich ist genug. Ja, ich habe das ganz gerne mal so ein bisschen, weil ich das. Ja, eigentlich bin ich so ein großer Salzfan. Ne, wenn man so auf die Kristalle von dem Fördersel so. Ich würde es für die Kartoffeln nehmen. Deshalb haben wir es so hierher gestellt. Genau. So, ich esse jetzt mal die Gurken. Sehr lecker. Also, Claudia, auch das. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer das Gleiche sage, aber es ist wirklich so, die Leute bringen immer so tolle Rezepte hierher. Das wird auch eines meiner Lieblingsrezepte und es geht wirklich so schnell und easy. Wie viele Lieblingsrezepte hast du schon? Die meisten. Wirklich, also fast alle, die da waren, haben irgendwas ganz Tolles gebracht und deshalb macht mir das auch so Spaß, diese Sendung hier zu produzieren, weil man immer irgendeine tolle Idee geliefert kriegt und das macht einfach Spaß, wenn man selbst gern kocht und es war ja schon immer mein Traum, so eine Sendung zu machen und jetzt habe ich mich endlich freigeschaufelt und mir die Zeit genommen, muss man wirklich sagen. Klasse. Ja,
Ja. Lebensqualität ist das. Gutes Essen und das sind ja, pure Lebensqualität mit netten Leuten. Ja? Mehr braucht das man ist das Sinn. Allerwichtigste und deshalb freue ich mich auch über jeden, der als Gast hierher kommt. Es muss auch nicht immer irgendein Promi sein. Also wenn irgendjemand hier zuguckt und sagt, hey, ich kann auch gut kochen, da gehe ich auch mal hin. Es sitzt auch einer hier im Publikum, der sich schon immer angeboten hat, aber der ist Stammgast bei uns und zu dem habe ich gesagt, du bist mal Notnagel, wenn mal jemand krank wird und mal kurzfristig absagen muss. Und deshalb, ja, wie gesagt, das darf jeder, der Lust hat, hierher zu kommen, sich auch einfach bei uns melden. Wir würden bei der Gelegenheit auch einfach die E-Mail-Adresse nochmal einblenden. Gesagt habe ich es oft genug, ansonsten die Facebook-Seite www.facebook.de/Küchengeflüster. Dort stehen alle Termine, da stehen die Kontaktdaten. Dort gibt es auch immer die letzte Sendung als Download-Möglichkeit beziehungsweise als Link zu YouTube in unserer Mediathek. Dort kann man alles sehen und wie gesagt, sich auch melden, wenn man Lust hat, mal selbst hierher zu kommen in unserer Sendung. Ich glaube, das war jetzt, das haben wir alles gesagt und jetzt wollen wir in Ruhe fertig essen und verabschieden uns und unsere Zuschauer. Ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Küchengeflüster. Prost!